Ständiger Begleiter. Sie sind noch so jung und haben bereits Dinge erlebt, die wir uns kaum vorstellen können. Die Kinder und Jugendlichen in Afghanistan leben im Krieg. Damit Sie auch mal auf andere Gedanken kommen, gibt es das geniale Entwicklungshilfeprojekt Skatistan. Frauke Mein war davon so begeistert, dass sie für ein halbes Jahr von Köln nach Kabul gezogen ist. Im Gepäck jede Menge Skateboards. Wie die Hoffnung auf Rollen dort angekommen ist, das hat sie Marina Holthaus im Skatepark North Brigade erzählt. Diese Kinder können im Alltag keine großen Sprünge machen. Für viele der 15 Millionen afghanischen Jugendlichen sind Sport oder Spielplätze Fremdwörter. Genau hier möchte Frauke Mein nach ihrem Sportstudium etwas ins Rollen bringen. 6 Monate hat die 26-Jährige in Kabul gelebt und gearbeitet. Und dabei hat sie gemerkt, dass es um viel mehr geht als nur um Skateboardfahren. Die schönsten Momente waren auf jeden Fall die, in der man selbst Skateboardfahren unterrichtet hat. Und gerade die Mädchen kommen zu uns hin und sind am Anfang ganz schüchtern und trauen sich gar nicht viel, trauen sich kaum ihre Meinung zu äußern. Und mit der Zeit tauen die auf und werden dann ganz quirlig. Und also das sind eigentlich die schönsten Momente. In der afghanischen Hauptstadt hat die brettbegeisterte Kölnerin eine ganz andere Kultur erlebt. Schließlich war es in dem islamischen Land Mädchen bis vor ein paar Jahren komplett verboten, in der Öffentlichkeit Sport zu treiben. Für die blonde Kölnerin auch persönlich eine Umstellung im Alltag. Die gesamte Zeit habe ich einen Kopftuch getragen, um sich kulturell auch einfach ein Stück weit anzupassen. Und natürlich auf der Straße mit blonden Haaren, die man dann trotzdem sieht, oder einem sehr ausländischen Aussehen dann, europäischen Aussehen, erregt man schon die Aufmerksamkeit. Aber es muss einem natürlich klar sein, wenn man in Kabul wohnt, hat man einfach nicht so viele persönliche Freiheiten, wie man es hier hat. Also man kann einfach nicht alleine mal eben so auf die Straße gehen, um die Ecke zum Kiosk und sich eine Cola kaufen. Frauke Mein und 250 weitere Ehrenamtliche sind mit dem Projekt Skatistan auf der ganzen Welt unterwegs. Und die bringen meist auch etwas Positives mit nach Hause, genau wie die Kölnerin. Die Menschen habe ich zunächst einmal sehr gastfreundlich und sehr herzlich erlebt. Also das ist wirklich Wahnsinn. So eine Gastfreundschaft erfährt man meistens nicht in Deutschland. Anfang September nimmt Frauke dann den nächsten Anlauf. Sie wird in Kambodscha als stellvertretende Direktorin einer Skateschule auch dort versuchen, Kinderaugen zum Strahlen zu bringen. Bei den Jugendlichen etwas bewegen, weil sie die Zukunft des Landes sind. Und das überall.